Geshe Samten begrüßt Sie zunächst alle ganz herzlich mit dem tibetischen Segensspruch Tashidele, Glück und Segen. Freut sich außerordentlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend zu kommen. Bedankt sich auch sehr herzlich, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Und das Thema des heutigen Abends soll sein, wie man positive Emotionen entwickelt, was man im Buddhismus auch heilsame Geisteszustände oder Geistesschulung nennt. Auf jeden Fall keine verkniffenen Geisteszustände oder sehr engen Geisteszustände, wie man die überwindet. Darum soll es gehen heute. Im Allgemeinen ist die Schulung des Geistes das Thema des Buddhismus überhaupt. Insofern gibt es zahllose Schriften, die teilweise auf den historischen Buddha selbst zurückgehen, in denen er sich darüber geäußert hat, wie man den eigenen Geist weiterentwickeln kann. In seiner Nachfolge haben dann große indische Kommentatoren das weiter systematisiert. Und dann gibt es auch so Kompendien, in denen die wesentlichen Dinge buddhistischer Psychologie in knapper Form zusammengefasst werden. Da gibt es zum Beispiel einen Text der tibetischen Klosteruniversitäten über die sogenannten 51 Geistesfaktoren. Darin findet sich auch eine Abteilung der sogenannten 11 heilsamen Geistesfaktoren. Und das wäre naheliegend, heute darüber zu berichten. Und um diese 11 Geistesfaktoren schon mal aufzuzählen, das geht los mit dem Vertrauen, dann kommt die Selbstachtung, Rücksichtnahme, Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit, Verblendungslosigkeit, dann gibt es die Tatkraft, dann gibt es den Gleichmut, dann gibt es die Gewaltlosigkeit. Haben wir noch was vergessen? Sind das schon 11? Werden wir gleich bemerken. Dann gibt es noch die Flexibilität des Geistes oder Geschmeidigkeit des Geistes. Und zunächst zu dem Geistesfaktor Vertrauen, da mag man vielleicht was Unterschiedliches drunter verstehen. Im Buddhismus ist es definiert als ein sehr reiner Geisteszustand, der die Qualitäten von etwas erkennt, die auch tatsächlich vorliegen in dem Objekt. Dadurch, dass man diese Qualitäten tatsächlich anerkennt, entsteht ein sehr positiver Geisteszustand, ein sehr reiner Geisteszustand. Vertrauen ist nicht vollkommen identisch mit dem, was man mögen nennt. Das heißt, man mag manchmal Dinge, aber das ist stark unter dem Einfluss der Anhaftung. Es geht nicht unbedingt darum, dass das Objekt besondere Qualitäten hat, sondern es sind oft auch andere Aspekte im Spiel, dass man etwas besonders mag. Also das muss nicht zwangsläufig Vertrauen sein. Vertrauen ist im Grunde ein Zustand, der nicht mit Anhaftung verbunden ist. Schnell la Tebi Tawa, Schnell la Gabi Kawasananda, Tebasananda,
Vertrauen ist etwas sehr Universelles, geht auch nicht nur um Personen, zu denen man Vertrauen hat, sondern auch um geistige Eigenschaften selber, zum Beispiel zu entwickelnde Geisteszustände auf dem Pfad. Da muss man zunächst Vertrauen entwickeln. Das heißt, man muss das als wünschenswert sehen, dass man das entwickelt. Zum Beispiel gibt es die buddhistische Meditationsform der geistigen Ruhe oder Konzentration, Shamatha auf Sanskrit. Und der erste Schritt zur Entwicklung von Konzentration ist, dass man die Qualitäten von Konzentration erkennt. Das nennt man dann eben Vertrauen. Und aus dem Vertrauen entsteht dann das Anstreben, dass man denkt, das muss ich wirklich entwickeln. Und daraus entsteht dann Freude an der Praxis, die schließlich darin gipfelt, dass das alles sehr leicht von der Hand geht, wenn man mit längerer Zeit das freudig gemacht hat. Das Gleiche gilt auch für ethische Disziplin, wo man es vielleicht gar nicht zunächst vermutet. Man muss erstmal die Vorteile von einer moralischen Disziplin erkennen für einen selbst und andere. Und dann wird man gerne sich damit beschäftigen, wie man moralische Disziplin oder Ethik einhält. Und wird das dann freudig praktizieren. Aber am Anfang steht das Anerkennen, dass das was Gutes ist, in dem Fall auch, dass man das mag und das respektiert und für wünschenswert hält, aber insbesondere die Qualitäten dann erkennt. Singing Mambape Mambo Yelene, and he meets ya Gawaji and I young Decha and Dava Boche, Tom Mayimba Dogs, what did this yet? In the Mayimba, Saint Thomas, Saint Thomas, and that the kitchen was with the gears. Wenn gesagt wird, Vertrauen ist ein sehr reiner Geisteszustand, dann wäre die Analogie zum Beispiel im materiellen Bereich ein Wasser, das sehr sauber ist, wie hier das Wasser, was wir zum Beispiel trinken. Wenn das eben nicht verschmutzt ist mit allen möglichen Schwebestoffen und Schmutz und so weiter, dann handelt es sich um reines Wasser. Und genauso der eigene Geist, wenn er nicht von Leidenschaften oder Verwirrungen des Geistes beeinträchtigt ist, wie zum Beispiel insbesondere auch Anhaftung oder Begierde und anderen Faktoren, dann befindet er sich in einem reinen Zustand. Und eine solche Art braucht man, um Vertrauen zu entwickeln, damit es nicht zu sehr, dass es nicht vermischt ist, hauptsächlich mit Anhaftung und solchen Faktoren. Dann nennt man das einen reinen Geisteszustand. In seiner eigentlichen Natur ist der menschliche Geist aus buddhistischer Sicht nicht von Natur aus verunreinigt oder verschmutzt, aber es sind im Moment sogenannte zeitweilige Befleckungen in unserem Geist. Der Buddha selber hat ein Zitat gegeben, in dem er sagt, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht. Damit wollte er wohl sagen, dass er aus seiner eigenen Erfahrung gesehen hat, dass unser Geist nicht von Natur aus eben verschmutzt ist mit negativen geistigen Faktoren. Aber im Moment befinden sich viele Verunreinigungen in unserem Geist, die man traditionell Leidenschaften nennt oder eben verwirrte Emotionen, wie zum Beispiel Gier, Hass, Stolz, Neid und so weiter. Wenn solche Faktoren im eigenen Geist auftreten, dann gerät die Natur des Geistes durcheinander. Er kommt in einen unreinen oder unklaren Zustand. Und das nennt man dann die Verschmutzung des Geistes, im Gegenteil zu einem reinen Zustand des Vertrauens oder anderen heilsamen Geistesfaktoren oder positiven Emotionen. Also man muss unterscheiden, bei jedem Menschen ist die eigentliche Natur seines Geistes nicht verschmutzt.
Aber im Moment befinden sich da eben Verschmutzungen, wie auch das Wasser nicht von seinem Wesen her verschmutzt ist. Aber in den meisten Wassern, die wir heute erleben, die sind verschmutzt. Als nächstes kommen bei den 11 heilsamen Geistesfaktoren 2, die eng zusammenhängen. Das ist Selbstachtung und Rücksichtsnahme. Selbstachtung könnte man auch sowas wie Schamgefühl nennen im positiven Sinne. Das bedeutet, dass man sich vor bestimmten unheilsamen Verhalten, unethischem Verhalten scheut, weil man das nicht in Übereinstimmung mit der eigenen Identität bringen kann oder will, dass es eben einem selber ein schlechtes Gewissen macht und eben Schamgefühl erzeugt, indem man denkt, das passt nicht zu mir, das gehört nicht zu mir, das wird für mich selbst und andere zu Leiden führen. Zum Beispiel gibt es die Einteilung der sogenannten 10 unheilsamen Handlungen im Buddhismus. Das ist die grundlegende Ethik. Das sind 3 unheilsame Handlungen des Körpers, wie Töten, Stehlen und sexuelles Fehlverhalten. Und dann weitere 4 Handlungen der Rede, wie grobe Rede, Zwietracht sehen, Lügen und sinnlose Rede. Und dann 3 Handlungen des Geistes, wie Böswilligkeit, Habsucht und falsche Ansichten. Wenn man merkt, dass man dabei ist, solche Handlungen durchzuführen, dann tritt eben diese Selbstachtung auf und denkt, das will ich jetzt nicht machen, das kann ich nicht machen, da möchte ich von Abstand nehmen, weil es mit mir selber, mit dem, was ich mir von mir vorstelle, was ich sein möchte, nicht übereinstimmt. Deshalb nimmt man davon Abstand von solchen unheilsamen Handlungen. Das nennt man Selbstachtung. Man nimmt sich selber zur Begründung, dass man Unheilsames nicht tut. Das Beste ist, dass es gar nicht erst zu diesen unheilsamen Handlungen kommt, aber gelegentlich ist es natürlich dann schon durchgeführt und dann wird die Selbstachtung eben auch sehr aktiv, zum Beispiel im Fall von grober Rede. Das heißt, dass man anderen Leuten gegenüber, vielleicht in der Firma oder wo auch immer, Worte benutzt und sie mit Tiernamen belegt oder irgendwelchen Ausdrücken, die in deren Geist sicherlich Leiden auslöst oder gewisse Verletzungen auslöst. In dem Moment, wo man sowas aus dem Mund gekommen ist und man merkt, oh, jetzt habe ich da wirklich jemanden verletzt, dann sollte spätestens die Selbstachtung aktiv werden und denken, das war jetzt wirklich nicht gut, dass ich das gemacht habe. Und daraus entspringt dann auch der Wunsch, dass man das in Zukunft nicht wieder macht. Selbstachtung ist da außerordentlich wichtig, weil wenn man solche Sachen macht und es kommt kein Schamgefühl oder keine Selbstachtung auf, dann ist schon vorgezeichnet, dass das wieder vorkommt. Und da dabei sehr viele Leiden für einen selber und andere rauskommen, manchmal denkt man kurzfristig, dass es einem nutzt, wenn man andere Leute beschimpft und so. Wenn man aber etwas länger überlegt, wird man merken, dass es einem selber zumindest mittelfristig sehr schadet und dem anderen sowieso. Und
Ja, manchmal erleben wir vielleicht Menschen, die solche Art von Rede recht regelmäßig durchführen und dann auch noch triumphieren und sagen, das habe ich aber gut hingekriegt, dass ich den verletzt habe. Da habe ich jetzt etwas gesagt, was ihm so richtig ins Mark getroffen hat, und dann triumphieren. Das ist ein Zeichen, dass jemand diesen Geistesfaktor der Selbstachtung nicht wirklich in sich hat. Und die Gefahr ist groß, dass diese Person das regelmäßig wieder tun wird, bis sie da irgendwie zur Vernunft kommt. So spielt also die Selbstachtung für die Ethik eine sehr große Rolle, und eine ähnlich große Rolle und sehr stark damit verbunden und sehr ähnlich ist der Geistesfaktor der Rücksichtnahme, der dritte. Dabei nimmt man sich nicht so sehr selber zur Begründung, dass man etwas Unheilsames unterlässt, sondern auch andere Personen, dass man eben eine gewisse Rücksicht nimmt auf Leute, die man respektiert, dass man zum Beispiel denkt, meine Lehrer wären sicherlich sehr erschüttert, wenn sie merken würden, was ich da wieder gemacht habe. Oder auch vielleicht meine Eltern, das kann auch vorkommen. Oder Leute, die man wirklich allgemein respektiert, dass man denkt, ich möchte die nicht verletzen. Wenn die sehen, dass ich sowas gemacht habe, machen sie sich Sorgen um einen. Das ist sehr gut, dass man auf diese Weise eine gewisse Scheu entwickelt, etwas zu tun, weil man gewisse andere Leute respektiert. Ganz allgemein gilt natürlich, dass Respekt für andere sehr wichtig ist, dass man auch, wenn andere Leute auch etwas mal nicht so gut machen, dass man erkennt, vielleicht sind sie noch zu jung, um das zu erkennen, wie zum Beispiel bei Kindern, oder sie sind im Moment in einem Zustand der Verwirrung oder etwas krank sozusagen, dass man eben trotzdem Rücksicht auf sie nimmt. Und so kann man in jedem Zustand, egal was Menschen machen, eigentlich auch auf andere Rücksicht nehmen. Das hat auch etwas mit dem sogenannten Erleuchtungsgeist zu tun, der im Mahayana-Buddhismus eine große Rolle spielt. Der Wunsch, dass man eigentlich immer anderen von Nutzen sein möchte und Rücksicht auf sie nimmt. Aber jetzt dieser Geistesfaktor ist hauptsächlich, dass man Unheilsames lässt, weil man denkt, dass er in Bezug auf andere, dass das denen Sorgen machen würde oder dass man eben Rücksicht nehmen sollte auf gute Quellen anderer Art. Allgemein gilt das für jedermann, dass so ein Geistesfaktor und jede Frau auch, so ein Geistesfaktor wie Rücksichtnahme sehr wichtig ist für ein ethisches und daraus folgend auch glücklicheres Leben. Speziell für Buddhisten gilt zum Beispiel, dass man Vertrauen hat zu den Lehrern, zu Bodhisattvas, zu Buddhas. Teilweise hat man auch Gelübde genommen vor ihnen. Alle Gelübde im Buddhismus zeichnen sich dadurch aus, dass sie darauf abzielen, dass man anderen Lebewesen keinen Schaden zufügt. Das geht los mit den sogenannten Pratimoksha-Gelübden zur eigenen Befreiung. Dann gibt es sogenannte Mahayana-Gelübde oder Bodhisattva-Gelübde. Und dann gibt es tantrische Gelübde. Alle diese Gelübde enthalten viele Disziplinen, dass man vermeiden sollte, anderen Schaden zuzufügen. Diese Gelübde nimmt man ja freiwillig auf sich in der Gegenwart der Buddhas, Bodhisattvas und Lehrer. Und wenn man jetzt dazu neigt, dieses zu übertreten, was man sich da vorgenommen hat, dann sollte man das eigentlich achtsam bemerken und dann Rücksichtnahme entwickeln. Einerseits Selbstachtung und dann Rücksichtnahme und denken, ich habe das doch meinen Lehrern und den Buddhas versprochen, freiwillig, dass ich das nicht mehr mache. Und jetzt werde ich mich auch daran halten, sonst wäre das rücksichtslos gegenüber denen, wo ich es versprochen habe. Und
Als nächstes kommen drei Faktoren, die auch eng zusammenhängen, das sogenannte Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit. Begierdelosigkeit ist halt das Gegenteil von Begierde oder Anhaftung. Mit Begierde ist nicht irgendein Wunsch gemeint, den man hat, sondern eine völlige Übertreibung von irgendwelchen Objekten, von denen man gar nicht mehr lassen kann und die man unbedingt haben muss und so weiter, davon nicht mehr loskommt und sie in einem ganz falschen Licht sieht. Das ist, wenn man bei näherer Betrachtung, ist die Anhaftung sogar ein Faktor, der allen Problemen auf der Welt zugrunde liegt, wenn wir es näher untersuchen. Das Tückische ist, dass das Problem nicht immer sofort auftritt. Man denkt vielleicht sogar, Begierde wäre ein angenehmer, aber positiver Zustand. Aber tatsächlich alle Konflikte, die in der menschlichen Gesellschaft entstehen, in Gemeinschaften, in Firmen, in der Familie, in der Weltpolitik, haben in ihrer Wurzel Anhaftung, dass irgendwelche Leute irgendetwas nicht genug haben können und daraufhin dann dazu neigen, anderen Schaden zuzufügen. Das kann man erkennen, wie schädlich tatsächlich Begierde ist, aber sie ist sehr tückisch, weil sie schwer als ein Problem überhaupt im ersten Moment zu erkennen ist, aber sie ist eines der fundamentalsten Probleme. Auch bei der Meditation spielt das eine große Rolle. Zum Beispiel, wir sprachen schon über Konzentrationsschulung oder Shamatha. Das Hauptproblem, sich zu konzentrieren, ist wiederum Begierde. Das nennt man Erregung in dem Zusammenhang. Der Geist geht immer wieder von dem Meditationsobjekt weg, natürlich zu Objekten, wo man Begierde hat. Deshalb hält man sich nicht auf dem Objekt, was man sich eigentlich vorgenommen hat, was man meditieren wollte. Deshalb, wenn man erkannt hat, dass Konzentration für das Leben sehr wichtig ist und auch für das eigene Glück und natürlich für spirituelle Zustände aller Art, dann wird man erkennen, wie schädlich auch in dem Zusammenhang gerade Anhaftung ist. Das Wort Begierdelosigkeit hört sich vielleicht im ersten Moment etwas seltsam an. Es ist ein negativer Begriff, also die Abwesenheit von etwas. Aber was damit gemeint ist, ist etwas sehr, sehr Positives. Wir möchten ja alle den Frieden finden, den inneren Frieden, der mit einem sehr großen Glück verbunden ist. Begierde ist nicht einfach nur, dass irgendwas weg ist, sondern es entsteht daraus indirekt auch etwas sehr, sehr Positives, sogar eine große Glückseligkeit des Geistes. Aber eben, wir müssen erkennen, dass die Begierde selber diesen inneren Frieden behindert. Wir glauben oft, durch Begierde glücklich werden zu können, aber das Gegenteil ist der Fall, denn die Begierde findet ihrem Wesen nach niemals genug. Es gibt ja zahllose Objekte in der Welt, und man kann
auf alle quasi darauf aus sein, sie unbedingt dazu bekommen zu wollen. Meistens bekommt man sie sogar nicht und dann ist der Frust sehr groß, da entsteht schon mal sehr viel Leiden. Wenn man sie bekommt, ist der Frust auch groß, weil man merkt, dass sie nicht das bringen, was man sich davon erhofft hatte. Es gibt mit Begierde eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man erlangt das Objekt nicht und leidet, oder man erlangt es und denkt kurzfristig, dass alles in Ordnung ist, und dann merkt man, dass es nicht die Hoffnung erfüllt. Zumindest findet man niemals den Frieden, den man eigentlich möchte. Der Frieden entsteht paradoxerweise gerade dadurch, dass diese Anhaftung nicht so groß ist oder vielleicht sogar überwunden wird. Dazu ist es zum Beispiel sinnvoll, das Objekt, das man sehr begehrt, in einem realistischeren Licht zu sehen, auch teilweise die nicht so attraktiven Aspekte des Objektes zu bedenken. Dann kann es immer noch sein, dass man sich entscheidet, ein bestimmtes Objekt damit zusammenkommen zu wollen, es haben zu wollen und so weiter. Aber die Begierde wird nicht so groß sein, man sieht das realistisch. Das letztliche Gegenmittel gegen Begierde ist die sogenannte Erkenntnis der Selbstlosigkeit oder Leerheit. Aber das ist naturgemäß sehr schwer zu verstehen. Wenn man das eigentliche Wesen der Dinge und von einem selber verstanden hat, dann wird sich die Begierde sowieso auflösen. Aber ein zeitweiliges Mittel ist, dass man ein Objekt, wenn man bemerkt, dass man es übertreibt, dass man projiziert und das Objekt übertrieben positiv sieht und gar nicht mehr davon lassen kann, dass man dann auch mal die nicht so positiven Aspekte der Sache mal realistisch betrachtet, dann kommt der Geist so ein bisschen runter und wird wieder ein bisschen friedlicher. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, was man will, aber die Begierde ist erstmal etwas ruhiger. Und dadurch ist der Geist friedlicher, das ist ein sehr positiver Zustand, nicht einfach passiv, sondern sehr, sehr positiv, sogar glückselig, wenn es erreicht ist. Und es werden die einzelnen Leidenschaften, die der Buddha erläutert hat, und Gier, Hass und Unwissenheit hat er als die zentralen Verwirrungen des Geistes bezeichnet, aus denen alles Leiden entsteht. Und insbesondere Begierde spielt da eine wichtige Rolle, weil man zum Beispiel Hass, das wird ja auch gleich noch erläutert, den erkennt jeder als Problem, aber Begierde erkennen die seltensten oder die wenigsten Leute als Problem. Deshalb wird Begierde manchmal mit Wasser verglichen. Das heißt, Wasser ist im ersten Moment sehr angenehm, oder? Man kann darin baden, man kann sich damit waschen, man kann es trinken. Aber wenn das Wasser zu viel wird, dann ist es sehr zerstörerisch. Das kann ganze Städte, wie wir wissen, da kann Wasser über sie hinausgehen und kann ganze Städte zerstören. Und so ist Begierde sehr tückisch, weil es am Anfang sehr sanft kommt und dann immer stärker wird und am Ende eine ungeheure zerstörerische Kraft hat. Aber sie lässt sich schwer erkennen als zerstörerisch, deshalb ist es besonders tückisch. Natürlich muss, wie gesagt, der Begriff Begierde richtig verstanden werden. Vielleicht denken manche Buddhisten, dürfen sich nichts wünschen oder haben an nichts Freude. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Begierde ist eine Projektion, dass man auf ein Objekt, das vielleicht gewisse Vorzüge hat, projiziert, dass es vollkommen ist, perfekt ist. Und der Geist dann sehr verwirrt wird und nichts an nichts anderes mehr denken kann. Und wenn es das, wie gesagt, nicht bekommt, sehr viel leidet. Oder wenn es bekommt, dann merkt, dass es übertrieben war. Was macht man nun gegen eine solche Projektionstätigkeit des Geistes? Man muss das Objekt realistischer sehen. Man muss auch andere Aspekte einbeziehen.
ein bestimmtes Mittel, ein oberflächliches Mittel zumindest ist, dass man, wenn man etwas Positives projiziert hat, dass man dann auch als Gegenmittel dagegen auch gewisse Nachteile des Objektes erkennt oder Schwierigkeiten oder problematische Seiten, dann verringert sich, wie gesagt, diese Übertreibung. Und alle Leidenschaften sind Übertreibung oder Projektion. Dass man auf das Objekt etwas drauflegt, was gar nicht drin ist, das nennt man Projektion. Und das führt immer zu Leiden und Schwierigkeiten. Das letztliche Mittel gegen alle Leidenschaften und insbesondere Begierde ist aber, dass man erkennt, dass alle Phänomene anders existieren, als sie uns erscheinen. Die Weisheit ist ja das letztliche Mittel gegen die Verwirrung des Geistes aus buddhistischer Sicht. Insbesondere die sogenannte Leerheitsphilosophie erläutert, dass uns die Objekte so erscheinen, als wären sie von ihrer Seite aus attraktiv oder unattraktiv oder dies oder jenes, dass in Wirklichkeit aber alle Objekte nur im Zusammenhang mit den Benennungen und Interpretationen unseres eigenen Geistes existieren. Das heißt, die Dinge der Welt haben gar kein Eigenwesen. Sie existieren nur in Bezug zu anderen Phänomenen und zum eigenen Subjekt. Die Dinge sind nicht aus sich heraus so oder so, sondern immer perspektivisch und in einem bestimmten Zusammenhang zu sehen. Wenn man das erkennt, entzieht man solchen übertriebenen oder Projektionen den Boden, weil man sieht, dass das vom eigenen Geist hineingeleicht wird und gar nicht vom Objekt her vorhanden ist. Aber das ist naturgemäß schwer zu verstehen. Der zweite dieser drei Faktoren, Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit, die natürlich genau das Gegenteil von Begierde, Hass und Unwissenheit sind, die aus buddhistischer Sicht der Ursprung aller Leiden sind, das ist eben die Hasslosigkeit. Das ist schon leichter zu verstehen, dass das wünschenswert ist, weil den Hass erkennen wohl die meisten Menschen als Problem. Und tatsächlich, wenn man Hass oder Ärger im eigenen Geist überwunden hat oder verringert hat, entsteht ein sehr großer innerer Friede. Es bringt einem selber ein enormes Glück. Zu diesem seltsamen Ausdruck Hasslosigkeit gehören auch solche anderen Ausdrücke wie zum Beispiel Geduld oder Liebe und Mitgefühl. Das erkennt man vielleicht nicht sofort. Aber die sind darunter subsumiert sozusagen. Wenn der Geist frei ist von Feindseligkeit, dann entsteht große Liebe und Mitgefühl und Geduld, beziehungsweise wenn man Geduld übt mit den verschiedensten Meditations, die es dafür im Buddhismus gibt, dann entsteht Hasslosigkeit und damit ein großer Friede im Geist. Oder eben wenn man Liebe und Mitgefühl übt, dann entsteht auch Hasslosigkeit. Und hinter diesem eigentlich negativen Begriff zunächst verbirgt sich also ein sehr glücklicher, sehr friedlicher Geisteszustand. Um die Hasslosigkeit zu entwickeln, die wie gesagt auch solche Faktoren wie Geduld umfasst, muss man sehr viel Kontemplation durchführen. Viele Meditationen im Buddhismus sind kontemplative Art, analytische Art. Vielleicht denken wir bei Meditation immer nur an Atembetrachtung, aber das ist nicht der Fall. Die meisten Meditationen im Buddhismus sind kontemplative Art, dass man zum Beispiel bei der Geduld gewisse Dinge kontempliert. Geduld bedeutet nicht, dass man einfach alles nur über sich ergehen lässt, sondern es bedeutet, dass man auf Provokation zentriert reagiert, nicht die Fassung verliert, indem man zum Beispiel überlegt, wenn ich jetzt auf eine Provokation von einem anderen ärgerlich reagiere, dann wird das Problem dadurch nur noch größer, es wird sich nur noch anwachsen.
Es wird mir selber Leiden zufügen, wenn ich dann in einen ärgerlichen Zustand komme, weil das ist nicht sehr angenehm, ärgerlich zu sein, wenn man es genau betrachtet, ist auch schlecht für die Gesundheit und so weiter. Und auch für die anderen ist es naturgemäß sehr schlecht, wenn ich ärgerlich werde und mich zur Handlung hinreißen lasse, um anderen zu schaden. Und wenn man das ausreichend überlegt hat, dann entsteht ein großes Interesse, Geduld zu entwickeln und auch, es beginnt auch langsam ein gewisses Gefühl dafür, was Geduld bedeutet und das lässt sich dann meditativ immer weiter steigern, bis der Geist relativ frei wird oder zunehmend frei wird von solchen Anfechtungen wie Ärger und Hass. Also hinter dem Geistesfaktor Hasslosigkeit verbirgt sich, wie gesagt, auch die Geduld. Eigentlich sind in diesen drei heilsamen Faktoren alle heilsamen enthalten und da gibt es zahllose. Und Geduld ist eben bei der Hasslosigkeit. Eben haben wir schon gehört, wie man Geduld praktiziert gegenüber anderen Personen, die es einem schwierig machen und einen provozieren, indem man eben darüber nachdenkt, dass es nicht nützlich ist, mit gleichen Mitteln es zurückzuzahlen, vielleicht auch vergibt und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass unbelebte Dinge uns ärgern oder provozieren. Zum Beispiel, wenn man krank ist oder irgendwelche Umstände unangenehmer Art auftreten, für die jetzt keine andere Person verantwortlich ist. Wenn man zum Beispiel den Umstand betrachtet, dass man eine Krankheit hat, dann verliert man da auch oft die innere Haltung. Das heißt nicht nur, dass man körperlich Probleme hat, der Geist gerät auch noch außer Kontrolle und erlebt großes Leiden. Das ist ein Zeichen, dass man noch keine innere Festigkeit oder Geduld entwickelt hat. Aber das kann man entwickeln, indem man zum Beispiel, während man krank ist, oder man sollte präventiv auch schon darüber nachdenken, dass wenn man krank ist, dass man zum Beispiel vergleicht und denkt, andere Leute haben vielleicht viel größere Leiden, viel größere Krankheiten. Das relativiert das schon so ein bisschen, wenn man so denkt. In dem Moment, wo man krank ist, denkt man immer, man selber hat das größte unerträgliche Leiden der Welt. Das ist aber nicht sehr objektiv. Meistens gibt es noch viele andere Leiden, die viel größer sind bei anderen. Und dadurch entsteht eine innere Haltung, das kann ich schon ertragen. So schlimm ist das auch nicht. Das geht ja auch vielleicht irgendwann wieder vorbei. So kann man darüber nachdenken. Oder man kann, wenn eine Krankheit tatsächlich auch kaum zu beenden ist, man hat natürlich jedes Recht, alles zu tun, um die Krankheit auch mit medizinischen Mitteln zu beseitigen, aber es gibt Dinge, die wird man manchmal nicht los mit allen Mitteln, dann gibt es nur die Möglichkeit, dass man das benutzt, um eine innere Kraft zu entwickeln, dass man denkt, ein Vorteil kann diese Krankheit noch haben, ich kann dabei Geduld entwickeln und eine innere Stärke entwickeln, die tatsächlich sehr wichtig ist. Wenn man aufhört, so einen Widerstand zu haben gegen etwas, was sich nicht ändern lässt, dann verändert das im Geist was. Und der Geist kann dann erstaunlicherweise viele Dinge ertragen, die er nicht ertragen kann, wenn er diesen Widerstand nicht aufgibt und sagt, warum ist das bloß so und warum lässt sich das nicht ändern, wenn es sich nun mal nicht ändern lässt. Es gibt da eine Geisteshaltung, dass man denkt, wenn ich es nun mal nicht ändern kann, dann hat es keinen Zweck, da so einen Widerstand zu haben. Und dann geht es einem erstaunlicherweise besser. Geistig gesehen auf jeden Fall. Und der sechste Faktor, beziehungsweise der dritte, innerhalb von Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit, die wie gesagt sehr zentral sind, ist dann die Verblendungslosigkeit.
Verblendung ist ganz allgemein, ist damit gemeint, dass wir Dinge nicht wissen, dass unser Geist unklar ist, dumpf ist und gewisse Dinge nicht weiß. Und wir wissen, dass wir eine ganze Menge Dinge nicht wissen. Und bei einigen mehr und bei anderen weniger. Aber auf jeden Fall kann der Geist sehr stark in Unwissenheit oder Verblendung sein. Da gibt es auch sehr viele Ebenen. Grundsätzlich heißt es im Buddhismus, alle Verwirrungen des Geistes entstehen letztlich aus der Verblendung oder der Unwissenheit. Das heißt, ein gewöhnlicher Mensch versteht die eigentliche Natur von sich selbst und anderer nicht wirklich. Er lebt in Täuschung. Und dadurch entstehen solche Faktoren wie Gier und Hass und so weiter. Aber im Allgemeinen gibt es natürlich überhaupt viele Arten der Verblendung. Und wenn Verblendung oder Unwissenheit, Dumpfheit vorhanden ist, dann entstehen viele andere störende Faktoren im Geist. Das ist die eigentliche Wurzel, die natürlich sehr schwer zu entfernen ist. Allgemein, also das Gegenteil von Verblendung oder Unwissenheit ist, wie gesagt, Verblendungslosigkeit, dieser sechste der 11 heilsamen Geistesfaktoren. Und da gibt es verschiedene Arten natürlich Dinge, die man erkennen kann auf vielen Ebenen. So kann man zum Beispiel im Indien allgemein spricht man von 5 Wissensgebieten. Dazu gehört auch sowas wie Wissenschaft, Rhetorik, Medizin, aber auch das Spirituelle. Das sind sogenannte 5 Wissensgebiete. Darüber kann man was in Erfahrung bringen, etwas lernen und dadurch ist man dann weniger verblendet oder weniger unwissend. Darüber hinaus gibt es religiöse Termini, wo man zum Beispiel in Bezug auf die sogenannte konventionelle Realität nicht mehr verblendet ist. Und dann gibt es die Fähigkeit in Bezug auf die sogenannte endgültige Realität oder endgültige Wahrheit ohne Verblendung zu sein. So kann man also von vielen Formen von Erkenntnis wiederum sprechen oder von Weisheit. Das gibt es auf vielen Ebenen. Auf jeden Fall dieser 3, 5 Wissensgebiete oder die sogenannte konventionelle Wahrheit oder Realität und dann die endgültige Wahrheit. Was man aus buddhistischer Sicht letztlich bekommen sollte, ist die Weisheit oder Erkenntnis der endgültigen Realität oder endgültigen Wahrheit. Aber das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist aus buddhistischer Sicht dann das letztlich zu Erkennende, mit dem man alle Störungen des Geistes auf einmal beseitigen kann. Das entzieht sozusagen allen Störungen wie Hass, Gier und Verblendung und so weiter den Boden. Darum geht es letztlich im Buddhismus, zu dieser Erkenntnis zu kommen, neben anderen Erkenntnissen. Und was ist mit dieser Erkenntnis genau gemeint oder dieser Weisheit? Das werden wir heute natürlich nicht erschöpfend klären können in der Kürze der Zeit. Aber es geht grundsätzlich darum, dass uns die Dinge anders erscheinen, als sie existieren. Es gibt einen Unterschied zwischen der Art, wie einem gewöhnlichen Menschen, der in diesen Dingen nicht geschult ist, die Dinge spontan erscheinen und die eigene Person auch, und wie sie wirklich existieren. Da ist ein Unterschied zwischen der Erscheinung und der Existenz der Dinge. Worum es da im Groben geht, ist, dass uns die Dinge so erscheinen, als hätten sie eine unabhängige Selbstexistenz aus sich selbst heraus, quasi beziehungslos in sich selber eine Existenz. In Wirklichkeit existieren aber alle Dinge nur in Beziehung zu anderen und haben kein Eigenwesen in sich. Uns erscheinen die Dinge aber so, als würden sie von ihrer Seite aus eine Art Selbstexistenz haben, eine autonome Existenz.
Aber in Wirklichkeit existieren Dinge immer nur in Beziehung zu anderen, insbesondere auch zum Subjekt, zum erkennenden Subjekt, das bei der Konstitution des Phänomens eine große Rolle spielt. Aber das erkennen wir nicht, sondern die Dinge da draußen erscheinen so zu existieren, als würden sie völlig unabhängig von uns zum Beispiel existieren. Dass das nicht der Fall ist, nennt man ihre Leerheit. Das kann man vielleicht anfänglich mal daran illustrieren, wie zum Beispiel zwei Personen eine andere Person beurteilen. Die eine Person sieht die eine andere Person vielleicht als sehr freundlich, sehr angenehm, als einen Freund oder hat sogar Anhaftung an diese Person, während eine andere Person genau die gleiche Person betrachtet und starke Feindseligkeit empfindet, Abneigung und überhaupt kein angenehmes Gefühl hat. Die Person selber ist ja nur eine Person, die kann ja eigentlich nicht genau beides sein. Das zeigt, dass die Art und Weise, wie zwei Personen eine andere erscheint, keineswegs darin begründet ist, wie diese Person wirklich existiert, sondern im Wesentlichen von Projektionen des Geistes der jeweiligen Person abhängig ist, die mit ihr in Beziehung tritt. Und das zeigen viele Erfahrungen unseres Lebens, dass viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven das gleiche Objekt sehr unterschiedlich beurteilen. Daran sieht man, dass das eben sehr stark vom Geist abhängig ist und nicht einfach nur von der Konstitution des Phänomens von seiner Seite aus. Diese drei Faktoren, die zunächst vielleicht relativ spröde daherkommen, aber eben diese Begierdelosigkeit, Hasslosigkeit und Verblendungslosigkeit, sind die sogenannten drei Wurzeln des Heilsamen. Das heißt, wenn man diese drei entwickelt, das sind genau das Gegenteil von dem, was der Buddha die drei Gifte des Geistes nannte, die unseren Geist vergiften. Und das ist eben das Gegenteil, Begierde, Hass und Unwissenheit oder Verblendung. Und eben diese drei Faktoren sind das, was der Buddha dargestellt hat, als das, was man eigentlich letztlich entwickeln sollte, was das eigentliche Gegenmittel ist gegen alle Leiden und Schwierigkeiten, die letztlich aus unseren geistigen Verwirrungen entstehen. Manche haben vielleicht auch hier im Museum das Bild gesehen vom Daseinskreislauf, in dem die buddhistische Kosmologie dargestellt wird, die verschiedenen Wesen in ihren verschiedenen Daseinsformen, die unterschiedlichste Leiden erleben. In der absoluten Narbe dieses Rades befinden sich drei Tiere, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Diese drei sind die absolute Wurzel des Gesamten, was man rundherum sieht an verschiedenen Schwierigkeiten und Leiden, was die Wesen erleben. Und diese drei Wesen oder Tiere symbolisieren Hass, Gier und Unwissenheit. Und zwar werden sie, ohne dass man den Tieren zu nahe treten will, aber sie werden als Schwein, als Schlange und als Hahn dargestellt. Und die sind in der absoluten Narbe oder des Rades. Und daher kommt all der Rest, was man da an nicht wünschenswerten im sogenannten Daseinskreislauf oder Sansara erlebt. Aus diesen drei Zuständen von Hass, Gier und Unwissenheit entsteht der sogenannte Ozean des Daseinskreislaufs, wie man es manchmal nennt. Also die unterschiedlichsten Formen der Schwierigkeiten und Leiden, die wir erleben, gehen alle letztlich zurück auf diese drei negativen Formen der Emotionen sozusagen. Ich
Dann kommt als siebter Faktor, den habe ich, glaube ich, vorhin ausgerechnet vergessen bei der Aufzählung, da kommt die Achtsamkeit. Und zwar, wir haben bisher gehört von solchen Faktoren wie Vertrauen, Selbstachtung, Rücksichtsnahme, Hasslosigkeit, Begierdelosigkeit und Verblendungslosigkeit. All diese Faktoren kann man natürlich nur entwickeln, wenn man ein bisschen aufpasst, mit anderen Worten. Das heißt, bei allem, was man tut, macht man sich immer klar, was man gerade vorhat und schaut, ob das Faktoren sind, die von Begierde beeinflusst sind oder von Hass oder Verblendung. Und wenn man das bemerkt, dann sollte man sich das bewusst machen und aufpassen und denken, ich werde mich nicht unter diesen Einfluss begeben. So kann man Ethik oder Moralität ausüben. Ohne den Faktor der Achtsamkeit ist das vollkommen unmöglich, solche Faktoren einzuhalten. Dann sind es vielleicht schöne Worte, aber man kann es nicht praktizieren. Man muss natürlich aufmerksam sein. Achtsamkeit spielt im Buddhismus vor allem eine ethische Rolle, dass man ständig aufpasst, was man eigentlich tut und dann das Heilsame wählt und das Unheilsame unterlässt. Dann kommt als achte dieser heilsamen Emotion oder positiven Emotion die Tatkraft. Man kann es auch freudige Anstrengung nennen. Es ist definiert als Freude am Heilsamen oder auch Begeisterung. Das heißt, wenn man sich diese Zusammenhänge ein bisschen deutlich macht, über die wir gesprochen haben, wie positiv solche Faktoren sind, wie Achtsamkeit und Hasslosigkeit bzw. Geduld, Mitgefühl und so weiter, dann entsteht im eigenen Geist eine gewisse Freude daran, eine Begeisterung, und dann möchte man das unbedingt machen. Und diesen Faktor braucht man auch, weil man wird nichts im Leben zustande bringen, wenn man nicht eine gewisse Begeisterung daran hat oder Tatkraft eben. Freude daran. Diese Tatkraft entsteht aber daraus, wie schon gesagt wurde, dass man die Vorzüge von etwas erkennt und immer wieder darüber nachdenkt. Und dann entsteht diese Tatkraft, die sehr wichtig ist. Und dann kommt ein weiterer Geistesfaktor, der direkt zusammenhängt mit dieser Tatkraft. Wenn man mit Freude etwas eine Zeit lang macht, was wirklich sinnvoll ist und heilsam ist, dann entsteht eine gewisse Leichtigkeit von Körper und Geist, heutzutage vielleicht Flow genannt, neudeutsch, das heißt, ja, tatsächlich kann man das vielleicht so übersetzen. Im Traditionellen nennen wir es Flexibilität des Geistes oder Leichtigkeit von Körper und Geist, die verbunden sind mit einem großen Gefühl von Freude, indem man tatsächlich außerordentliche Leistungen vollbringen kann, aber in einem Gefühl, als wenn Körper und Geist vollkommen leicht sind und man gar keine Probleme hat. Das entsteht dadurch, dass man lange Zeit tatkräftig etwas mit Freude gemacht hat. Dann entsteht ein solcher Faktor und das spielt auch in der Meditation eine große Rolle. Und
Und dann kommt als Faktor die Gewaltlosigkeit. Das spielt natürlich im buddhistischen Verhalten eine ganz große Rolle. Und diese Gewaltlosigkeit entsteht halt, wenn Begierde und Hass im eigenen Geist verringert worden sind, indem diese Faktoren oder Emotionen von Begierdelosigkeit und Hasslosigkeit kultiviert worden sind. Dann neigt man nicht mehr dazu, anderen Personen und sich selber auch Schaden zufügen zu wollen. Gewalt ist im Buddhismus definiert, dass man geradezu Spaß daran hat, dass jemand leidet. Wenn man in sich nicht mehr irgendeine Genugtuung daran spürt, dass jemand anders leidet, das nennt man einen gewaltlosen Geist. Schließt nicht aus, dass man vielleicht was machen muss, was dem nicht gefällt, aber man hat niemals eine Genugtuung daran, dass jemand anders oder man selber leidet. Das nennt man Gewaltlosigkeit. Und das entsteht, wenn man diese anderen Faktoren kultiviert. Und dann kommt noch ein 11. Faktor, der verschiedene Konnotationen hat, das nennt man Gleichmut. Gleichmut gibt es allerdings verschiedene Formen. Der Gleichmut, der hier bei den 11 Heilsamen gemeint ist, ist ein Zustand, der eintritt, wenn man eine tiefe Meditation erreicht hat, dass der Geist so in sich ruht, dass er keine Gegenmittel mehr anwenden muss, sondern in einem natürlichen meditativen Gleichgewicht befindet. Aber der Gleichmut, der vielleicht leichter oder noch wichtiger für uns ist, ist ein Gleichmut, der im Zusammenhang mit den sogenannten 4 unermesslichen Geisteshaltungen wie Liebe, Mitgefühl und Mitfreude hervorgebracht wird. Das nennt man auch Gleichmut. Das bedeutet, dass man andere Menschen nicht mehr mit Freund-Feind-Denken überzieht oder mit Anhaftung und Abneigung. Das ist eine andere Form von Gleichmut als innerhalb dieser 11 Heilsamen und natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor. Und dann gibt es noch den Gleichmut, der vielleicht tatsächlich so ähnlich wie Gleichgültigkeit ist. Die anderen Formen von Gleichmut sind keine Gleichgültigkeit, sondern das ist was ganz anderes. Aber wenn man weder angenehme noch unangenehme Empfindungen hat, sondern neutrale, das kann man auch manchmal Gleichmut nennen. Also man muss 3 Arten der Verwendung des Ausdrucks Gleichmut unterscheiden. Hier geht es um einen meditativen Geisteszustand des Gleichgewichts des Geistes. Ja, diesen Gleichmut der sogenannten 4 unermesslichen Geisteshaltungen kann man andermal vielleicht nochmal behandeln, ist auch sehr wichtig. Aber hier bei den 11 heilsamen Faktoren ist gemeint, dass man in einem meditativen, konzentrierten Zustand ist, sogenannte Shamatha, geistige Ruhe erlangt hat. Und in diesem Zustand treten bestimmte Hindernisse nicht mehr auf. Die sogenannte Erregung und Dumpfheit des Geistes tritt nicht mehr auf. Normalerweise, wenn wir uns auf unteren Stufen der Konzentrationsschulung befinden, dann ist der Geist sehr schnell abgelenkt von anderen Objekten oder wird einfach unklar und dumpf. Wenn man aber bestimmte Stufen der meditativen Konzentration erreicht hat, tritt das nicht mehr auf. Und man muss auch keine Mittel mehr anwenden, um das zu verringern. Vorher hat man sehr viele Gegenmittel angewandt, damit man nicht dumpf ist und damit man nicht abgelenkt ist. Aber irgendwann kommt ein Zustand, wo das gar nicht mehr auftritt. Dann wäre es sogar ein Fehler, wenn man Gegenmittel anwendet. Das ist also ein Luxusproblem sozusagen. Wenn man in einem besonderen Zustand ist, dann sollte man nicht mehr sich bemühen, irgendwelche Gegenmittel anzuwenden, sondern den Geist in einem natürlichen Gleichgewicht lassen. Alles andere würde nur eine Beunruhigung des Geistes bedeuten. Das ist auch ein sehr heilsamer, allerdings sehr fortgeschrittener Zustand innerhalb der 11 heilsamen Geistesfaktoren. Ja,
Ja, natürlich gibt es dazu alles unermesslich viel zu sagen, wie Sie sich denken können. Herr Gesche hat ja entsprechend Jahrzehnte studiert. Aber für heute wollen wir es erstmal dabei lassen, damit Sie noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Das ist erstmal viel wichtiger. Aber die 11 heilsamen Faktoren sind, wie abgesprochen, auch erstmal erklärt worden damit. Also 11 sehr wichtige positive Emotionen und in groben Zügen, wie man sie entwickelt. Na, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie bitte. Vielleicht können wir das Mikro rumgeben. Ja, ich möchte an den Anfang nochmal zurückkehren, wo der Gesche begonnen hat, über Vertrauen zu sprechen. Und ich habe den Eindruck, dass es eine zweiseitige Angelegenheit ist. Einmal das Vertrauen, was von dem Gegenstand, von einem Objekt oder von einem Menschen mir gegenüber ausgeht. Und von meiner Seite das Anvertrauen, dass ich diesem Objekt gegenüber bringe, ohne dass ich von dem Objekt etwas erwarte. Wann kann ich mir denn sicher sein, dass das Vertrauen auch ein richtiges ist und nicht nur ein vorgespieltes, dass ich sage, ja, ich vertraue, ich habe es aber in Wirklichkeit noch gar nicht erfasst oder verstanden. Ja, das ist in der Tat sehr wichtig, dass man sich über das Objekt vergewissert. Der Geistesfaktor Vertrauen ist übrigens immer auf ein Objekt gerichtet, das diese Qualitäten auch tatsächlich hat. Andernfalls wäre es Unwissenheit. Und entsprechend braucht man tatsächlich einen Vorgang, mit dem man sich vergewissert, dass das Objekt tatsächlich Qualitäten hat. Dann entsteht dieses ein unverbrüchliches Vertrauen. Entsprechend gibt es buddhistische Erkenntnistheorie und Entwicklung von Weisheit und so weiter. In groben Zügen kann man zusammenfassen, dass in Indien 3 Ebenen unterschieden werden. Das sogenannte Hören, man kann auch sagen Lernen. Dann das Kontemplieren oder darüber nachdenken und debattieren und so weiter und schließlich die Meditation. Über diese 3 Stufen muss man sich über ein Objekt, dem man sich wirklich anvertrauen will, insbesondere in der Religion, zunehmend Gewissheit verschaffen. Am Anfang wird das Vertrauen sicherlich noch schwächer sein, aber je mehr man sich vergewissert, wird das Vertrauen immer größer. Wenn man ein Objekt ganz falsch beurteilt und denkt, es ist ein Vertrauensobjekt, ist es wie gesagt kein Vertrauen, dann entsteht ein Zustand der Verblendung sozusagen. Aber eben, es ist sehr wichtig, ganz allgemein, ist ja nicht schwer zu verstehen, dass man erstmal was lernt, konkret über ein Objekt, zum Beispiel bestimmte Tugenden, wie wir es heute gehört haben, darüber was lernt, was die bedeuten. Dann denkt man darüber hoffentlich in Ruhe nach, zieht auch logische Schlüsse, schaut, ob Widersprüche in dem sind, zum Beispiel was Gesche heute gesagt hat. Wenn da keine Widersprüche sind, meditiert man vielleicht sogar darüber und macht langsam unmittelbare eigene Erfahrung. Und dann ist eine vollkommene Gewissheit da. Ähnlich geht man auch mit Personen vor, dass man prüft, was die so gemacht haben, was sie können und so weiter. Und dann begibt man sich in Beziehung zu ihnen, untersucht sie genau und kriegt zunehmend eine gewisse Kenntnis, um wen es sich da handelt und hat dann Vertrauen, wenn es tatsächlich ein entsprechendes Objekt ist. Aber es muss man untersuchen, auch Personen muss man untersuchen, das hat der Buddha auch gesagt. Der Buddha selber hat übrigens dazu aufgefordert, seine Lehre kritisch zu untersuchen, sogar zunächst mit Skepsis zu untersuchen und erst, wenn man sie genau geprüft hat, wirklich anzunehmen. Und bei dem Vertrauen unterscheidet man eine sogenannte, es gibt verschiedene Einteilungen, aber das Einvertrauen ist sozusagen ein spontanes oder naives Vertrauen. Man sieht eine Person oder hört von etwas und denkt, oh, das macht wirklich einen tollen Eindruck oder fühlt sich spontan angezogen. Aber dann gibt es eine zweite Ebene des Vertrauens, das nennt man das überzeugte Vertrauen. Man sollte nicht bei dem naiven Vertrauen stehen bleiben, weil das könnte sich auch schnell wieder ändern. Sondern man muss, auch wenn es schön ist, dass man spontan ein Objekt, das positiv ist, auch als solches erlebt, aber dann sollte man sich vergewissern, warum das eigentlich so positiv ist. Und wenn man das sehr genau gemacht hat, dann ist es ein unverbrüchliches Vertrauen. Deshalb hat der Buddha das begründete Vertrauen sehr an den Mittelpunkt gestellt. Nicht einen blinden Glaube, das spielt im Buddhismus keine große Rolle oder gilt sogar eher als Gefahr. Ich hätte eine Frage zur Lehre. Und zwar, habe ich das korrekt verstanden, wenn ein Mensch keine Wechselwirkung mit seiner Umwelt hat, wenn ein Mensch keine Wechselwirkung mit seiner Umwelt hat, dass er in diesem Zustand der Lehre dann keine Persönlichkeit hat. Verstehe ich das richtig?
Das ist noch nicht ganz genau, aber ist natürlich auch schwer zu verstehen. Mit der Leerheit, also es gibt gar keinen Menschen, der nicht mit der Welt in Beziehung steht. Das ist nur eine Vorstellung. Tatsächlich ist diese Lehre, dass jeder einzelne Mensch, wie alle Phänomene, nur durch die Beziehung zur gesamten übrigen Welt überhaupt existiert, in dieser Einheit. Aber so erscheinen uns die Dinge nicht. Uns erscheinen die Dinge und die Personen oft als getrennt. Insbesondere unsere eigene Person scheint uns vollkommen getrennt zu sein. Und diese Person ist aber in Wirklichkeit nicht getrennt von der restlichen Welt. Das hat etwas mit Leerheit zu tun. Sie hat gar kein Eigenwesen. Sie ist nicht aus sich selbst heraus existent, sondern nur in Beziehung existent. Uns erscheinen die Dinge aber aus sich selbst heraus zu existieren. Sie sind aber leer von Selbstexistenz. Das nennt man die Leerheit von wahrhafter Existenz. Ganz einfach, oder? Sehr gut. Aber die Leerheit ist nicht umsonst die endgültige Daseinsweise sämtlicher Phänomene und entsprechend schwer zu verstehen und der Kerngebiet der buddhistischen Philosophie, wofür einige Jahrzehnte studieren. Aber es gibt erfreulicherweise auch gröbere Ebenen der Selbstlosigkeit, die man erstmal besser verstehen kann. Der Buddha hat auf vielen Ebenen die Weisheit gelehrt und eine ist die sogenannte gröbere Ebene der Selbstlosigkeit der Person. Da hat der Buddha zum Beispiel ausgeschlossen, dass es eine beständige Person gibt, im Gegensatz zu anderen Philosophien in Indien, die von einer beständigen Seele ausgingen zum Beispiel. Der Buddha hat gesagt, es gibt nichts Beständiges an Körper und Geist und auch keine Person, die beständig ist. Das kann man relativ schnell verstehen, oder? Körper und Geist wandeln sich ständig. Trotzdem erscheint uns die Person oft beständig. Die Person erscheint uns auch teilelos oder unabhängig zu existieren. Und dann gibt es die nächst tiefere Ebene. Das bedeutet, dass man glaubt, es gibt eine Person, die irgendwie eigenständig gegenüber Körper und Geist existiert. Wie eine Art Träger von Körper und Geist. Wie dass ich sage, ich habe Körper und Geist und das Ich scheint getrennt von Körper und Geist. Das erscheint uns sogar angeboren so, aber das ist aus der Analyse des Buddha gar nicht existent. Es gibt kein Ich, das einfach so unabhängig von Körper und Geist existiert oder als eine Art Träger. Ähnliche Lehren gibt es heute übrigens auch in der Neurowissenschaft oder in der Physik und so weiter. Da bestätigt das sich sehr deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Art, wie einem normalerweise das sogenannte Ich erscheint und wie es wirklich existiert. Es gibt ein Ich, aber nicht so getrennt von Körper und Geist, wie uns das erscheint. Das ist vielleicht eine Ebene, die leichter zu verstehen ist. Ja, der heutige Abend heißt ja, oder ist überschrieben mit positiven Emotionen. Da habe ich großes Interesse dran, positive Emotionen zu haben. Und die Frage ist, wie kommt man dahin? Und es scheint mir so, dass es nur über intellektuelle Anstrengungen geht. Also tatsächlich über Analyse, man setzt sich hin und denkt nach. Und das erscheint mir beschwerlich. Ich dachte, es geht auch leichter. Vielleicht ist der Donau-Jure, ne? In einem falschen Sensamuk hier, gern wie Lapscha Nangin, den Mambo Sambuk. Das zeigt mir also ein bisschen. Ich kann mal das Kacko schauen. Tara, Sensamuk, Jalen, Tense Sano, Dao, Lojon, Dao, Mambo, Gugu, Nyalen, Che, Gugu, Sen Dijo, Jalen, Mambo, Sano, Tango, Malasa, Che, Cho, Cho, Dao, Yer, Sambuk, Jalen, Yan, Tense, Betin, Che, Gugu, Dus. Herr Gesche kann nichts für die Realität und die Realität ist so, dass negative oder unheilsame Geistesfaktoren völlig anstrengungslos entstehen. Da braucht man überhaupt nichts lernen, nichts machen, das geht ganz von alleine. Aber um heilsame Geistesfaktoren zu entwickeln, ist es in der Tat aus buddhistischer Sicht zunächst nötig, sie überhaupt intellektuell als solche zu verstehen. Dann gibt es natürlich praktische Übungen und Meditationen, um sie einzuüben. Aber am Anfang steht das Verständnis. Das kommt nicht aus dem Nichts, leider. Negative Faktoren entstehen wirklich vollkommen mühelos, sagt Geshe. Allerdings haben Sie recht, natürlich muss es letztlich auch auf Praxis hinauslaufen. Es geht nicht nur um das intellektuelle Verständnis, dann könnte man ja Akademiker oder so etwas werden, ist ja auch gut, aber als Buddhist versucht man zuerst das, worum es geht, mit dem Intellekt zu verstehen, hier oben.
Und dann geht's von hier ins Herz. Das ist dann Meditation. Das, was heute erklärt worden ist, muss man erstmal verstehen. Das geht hier oben hoffentlich hin. Und dann, wenn man wirklich intensiv meditieren würde, dann würde man Methoden finden, mit denen man das, was man verstanden hat, in die Emotionen hinabsenkt oder ins Herz. Und dann entsteht eine meditative Erfahrung, die tatsächlich dann wirkungsvoll ist, dass man sehr positive Emotionen tatsächlich dauernd erfährt. Oder das ist schon notwendig. Es ist nicht nur Intellekt, da haben Sie natürlich recht. Ja, wenn man tatsächlich beim Intellekt stehen bleibt und das nur versteht, das ist möglich, aber das nicht ins Herz hinunterbringt aus irgendwelchen Gründen, dann ist es ziemlich sinnlos. Kann sogar nach hinten losgehen, dass man nur stolz wird auf das ganze Wissen, aber es entwickelt sich gar nichts. Ich glaube, ich bin dran. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Bei der Verblendungslosigkeit, glaube ich, war die Rede von absoluter und konventioneller Wahrheit. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Gern den Bernie Quatschig zum Song. Ja, die sogenannten zwei Wahrheiten sind eine wichtige Einteilung der buddhistischen Philosophie, die konventionelle Wahrheit und die endgültige Wahrheit. Ähnliche Tendenzen gibt es übrigens auch in anderen Philosophien Indiens, dass man sagt, es gibt eine Ebene der Wirklichkeit, die nur bestimmte Personen erkennen durch sehr tiefe Erfahrung und Weisheit. Die erschließt sich anderen Personen zunächst nicht, aber andere Personen haben ja auch ihre Kenntnisse, Erfahrungen. Diese sind zwar nicht endgültig wahr, aber sie haben auch ihre Wahrheit, sie sind konventionell wahr. Das hängt damit zusammen, was man im Buddhismus das sogenannte abhängige Entstehen und die Leerheit nennt. Das abhängige Entstehen ist die Grundphilosophie des Buddhismus. Alle Dinge in der Welt sind voneinander abhängig, haben wir gerade eben auch schon drüber diskutiert. Das abhängige Entstehen hat allerdings viele Ebenen. Es gibt grobe Ebenen des abhängigen Entstehens, die man gerade heute sehr gut versteht. Zum Beispiel kausale Abhängigkeiten sind sehr evident. Aber es gibt auch diese Ebene der Abhängigkeit der Dinge vom Subjekt, Subjekt-Objekt-Bedingung und so etwas. Die Abhängigkeit von Interpretationen des Geistes, von Konstruktionen des Geistes, was heute auch teilweise erkannt wird in manchen Philosophien. Das erschließt sich aber einem gewöhnlichen Menschen zunächst nicht. Vor allem erfährt er es nicht so. Er erfährt die Dinge so, als wären sie völlig unabhängig von seinen Konstruktionen, seines Geistes aus sich heraus. Aber solche Menschen, die wohl die meisten sind, haben natürlich trotzdem gültige Erkenntnisse über alle möglichen Phänomene auf der Welt. Wenn man aber genau reingehen würde, müsste man sagen, im letztlichen Sinne haben sie keine gültige Erkenntnis, weil sie erkennen nicht, dass alle Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, im letztlichen Wesen keine Eigenexistenz haben und Leerheit. Die Leerheit ist letztlich die letztliche Realität aller Phänomene und der einzig vollkommen gültige Geisteszustand ist, der das unmittelbar erfährt. Aber das heißt nicht, dass die Dinge gar nicht existieren. Deshalb hat der Buddha diese Zweiteilung vorgenommen. Wenn jemand die Leerheit noch nicht versteht, soll er nicht auf die Idee kommen, dass die Dinge gar nicht existieren oder von der Leerheit negiert werden. Deshalb wird eine sogenannte konventionelle Realität durchaus als wirklich angenommen, auch wenn es für einen Yogi nicht die eigentliche Realität ist, nicht die wirkliche, letztliche Realität. Das ist eine sehr komplexe Darstellung der sogenannten zwei Wahrheiten. Danke. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen zum Vertrauen, die zunächst gestellt wurde. Und da sprachen Sie von zwei Ebenen des Vertrauens in Bezug auf Personen. Einmal ein naives Vertrauen und einmal eine höhere Stufe von Vertrauen nach gründlicher Prüfung. Aber ist diese Prüfung nicht immer durch sehr viel Subjektivität geprägt, so genau in der Weise, wie Sie das eben auch gesagt haben, mit der absoluten Wahrheit beziehungsweise der relativen oder konventionellen Wahrheit, dass man eben nur einen gewissen Grad überhaupt erkennen kann, soweit wie das eigene Verständnis reicht.
Das hat wieder mit den zwei Wahrheiten zu tun, sozusagen, weil die Untersuchung, ob ein Lehrer zum Beispiel ein geeigneter Lehrer ist, ist keine Analyse der letztlichen Realität, sondern eine der konventionellen Wahrheiten. Selbst wenn man noch im Unklaren darüber ist, was die letztliche Realität des Lehrers ist, was seine Lehrheit wäre, kann man über seine konventionellen Eigenschaften, zum Beispiel, ob er ein geeigneter Lehrer ist, ob er entsprechendes Wissen hat, positive geistige Eigenschaften und Emotionen, darüber kann man sich Kenntnisse verschaffen, auch wenn man die letztliche Realität nicht erkennt. Und dazu kann man entsprechende Mittel anwenden, um zunehmende Sicherheit zu gewinnen und Wissen zu gewinnen. Im Gegensatz zu einem Vertrauen oder einer Art blinder Glaube, wo einem Objekt zwar spontan positiv erscheint, aber man sich nicht die Mühe macht, warum das eigentlich so positiv ist, welchen Nutzen das hat. Oder dass eine Person einen einfach nur beeindruckt, aber man sich keine Klarheit verschafft, was diese Person einem überhaupt vermitteln kann, welche Eigenschaften sie wirklich genau hat. Daraus entsteht dann ein unverbrüchliches Vertrauen. Aber da haben Sie vollkommen recht, in Bezug auf die letztliche Realität ist man da zwar immer noch getäuscht, das ist aber nicht nötig, die letztliche Realität zu verstehen, um einen Lehrer zum Beispiel auszuwählen oder um bestimmte geistige Eigenschaften positiv zu beurteilen. Das ist eine konventionelle Untersuchung. Das hat genau damit zu tun. Deshalb gibt es die zwei Wahrheiten. Man kann auch gültige Erkenntnisse haben, obwohl man die letztliche Realität nicht erkennt. Aber das erkennt man. Und wenn Sie erlauben und möchten, könnten wir noch 5 Minuten vielleicht meditieren, wenn es Ihre Zeit zulässt, dass Geshe denkt, wir können zum Beispiel in Richtung auf Vertrauen und Mitgefühl nochmal meditieren. Dabei kann man sich zum Beispiel deutlich machen, nur dadurch, dass heute hier einige zusammengekommen sind, kann so eine Veranstaltung überhaupt stattfinden. Außerdem dadurch, dass alle hier tatsächlich so aufmerksam gefolgt sind und gewisse Geduld mitgebracht haben und Ruhe mitgebracht haben und eine positive Einstellung. Damit kann man hier etwas in Erfahrung bringen und hat hoffentlich einen angenehmen Abend und ein gewisses Wissen mitgenommen. Daraus entsteht ein gewisses Vertrauen in die anderen oder eine, was auch verbunden ist mit Respekt und auch Mitgefühl, dass man denkt, die anderen Menschen sind sehr nützlich für mich, die sind sehr hilfreich. Wir denken nicht darüber nach, dass die anderen natürlich auch gewisse Fehler haben. Das mag schon sein, dass auch ein bisschen Anhaftung und Ärger noch vorhanden sind. Aber grundsätzlich sind andere Menschen etwas sehr Nützliches für uns, sehr Hilfreiches. Und darauf wollen wir uns mal konzentrieren, ein paar Minuten. Einfach auf die Tatsache, wie freundlich die eigentlich die anderen sind, wie nützlich für uns, wie man zum Beispiel heute Abend erkennen kann. Wenn man sich darauf konzentriert, entsteht ein Zustand, den man als Vertrauen und auch in Richtung auf Mitgefühl und so Verbundenheit interpretieren kann. Der große Bodhisattva Shantideva in seinem Werk Bodhicaryavatara, was im letzten Jahr der Dalai Lama auch hier interpretiert hat, der sagt, die Lebewesen und die Buddhas sind in ihrer Güte zu uns gleichgewichtig. Das heißt, der Nutzen, der entsteht durch die erleuchteten Wesen für uns und der Nutzen durch die gewöhnlichen Wesen ist beide notwendig und letztlich beide gleichgültig zu uns. Auch wenn der Buddha ein vollkommen erleuchtetes Wesen ist und andere nicht, aber der Nutzen und die Güte ist gleichgewichtig zu sehen.